Und hallo YouTube, willkommen zu Folge 9 der keltischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um eines der berühmtesten Wesen der schottischen Sagenwelt. Die Figur des Kelpie, oft auch als Wasserpferd übersetzt, taucht in den Sagen von Schottland als ein Wassergeist und als böses Feenwesen auf. Die Kelpies erscheinen meistens als ein Pferd, können aber auch eine menschliche Form oder Zwischenformen annehmen. Sie sind dabei fast immer männlich, aber in einigen Geschichten erscheinen sie auch weiblich. In ihrer Form als Pferde sind sie besonders schnell und stark und Kelpies können noch dazu mit einem Schlag auf das Wasser lauten Donner auslösen und dann mit einem Blitz verschwinden. In älteren Geschichten leben Kelpies nur in Flüssen, vor allem solche, die besonders schnell fließend sind und eine einsame Lage in der Wildnis haben. Mit der Zeit aber erscheinen Kelpies in weiteren Geschichten auch in anderen Gewässern und so ist fast jeder Fluss, See oder Loch von Schottland eine mögliche Heimat für diese Wasserfeen. Und ebenfalls in praktisch allen Geschichten sind Kelpies böse. Im besten Fall sind sie hinterhältig und trickreich, meistens aber direkt tödlich. Für ihre Angriffe gegen Menschen nutzen Kelpies vor allem ihre Fähigkeit, sich zu verwandeln und ihre gewaltige Stärke. In sehr vielen Versionen taucht ein Kelpie so aus seinem Gewässer auf und verwandelt sich in ein Pferd und zeigt sich in dieser Form den Leuten, die am Wasser vorbeikommen. Manchmal gibt es dabei Hinweise auf die übernatürliche Herkunft des Tieres und es hängen Wasserpflanzen in seiner Mähne oder ähnliches. Oft aber ist es einfach nur ein besonders schönes, großes und starkes Pferd mit glänzendem Fell und einer erhabenen Erscheinung. Der Kelpie versucht damit Menschen dazu zu verlocken, auf ihm reiten zu wollen. Fällt jemand auf diese Erscheinung herein und schwingt sich auf den Rücken des Kelpie, so stürzt sich dieser sogleich wieder ins Wasser und reißt sein Opfer mit sich, das dann ertrinken muss. Bei diesem tödlichen Ritt ins Wasser zeigt sich dann oft auch eine weitere Kraft der Kelpies. Sobald das Opfer auf dem Rücken des Pferdes sitzt oder zum Teil auch nur dessen Fell berührt, kann es nicht mehr absteigen. Entweder man erstarrt auf dem Rücken des Kelpie und kann sich gar nicht mehr bewegen, oder man hängt am Rücken des Tieres fest, fast als wäre seine Haut klebrig. Und so hängt man am Kelpie fest, bis man ertrunken ist. Zu den üblichsten Opfern zählen hier junge Männer und vor allem auch Kinder. Kommt ein Reisender aber bereits mit einem eigenen Pferd am Wasser eines Kelpies vorbeigeritten, so kann dieser auf ganz andere Weise angreifen. Vor allem, wenn es sich um einen einsamen Reisenden handelt. Dann kann sich ein Kelpie in einen zottigen und wilden Mann verwandeln, der oft auch als recht alt erscheint. In dieser Form springt er dann hinter dem Reiter in den Sattel und ergreift diesen. Dann versucht der Kelpie den Reiter zu erwürgen oder mit gewaltiger Kraft zu erdrücken. Zum Teil reißt ein Kelpie sein Opfer dabei sogar in Stücke und zieht den Toten dann ins Wasser. Aber auch in menschlicher Form kann ein Kelpie eher verlockend erscheinen und auch das stets passend zu seinem Opfer. Um Frauen anzulocken, verwandeln sich Kelpies so in schöne junge Männer. Und um wiederum Männer anzulocken, können sie die Form von wunderschönen Frauen annehmen, die am Wasser sitzen. Meistens natürlich nur leicht bekleidet und besonders verführerisch. Besonders letzteres Bild der verlockenden und weiblichen Kelpies wurde im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ein beliebtes Motiv bei Malern, die mit ihren Darstellungen diesem Aspekt der Kelpies deutlich mehr Bekanntheit verliehen. So werden auch oft heute Kelpies als weiblich wahrgenommen, obwohl sie in den meisten Geschichten männlich sind. Egal aber, ob ein Kelpie einen Mann oder eine Frau mit einer verführerischen Form anlockt, wer sich auf die Wasserfee einlässt, findet rasch ein schlimmes Ende. Man wird von dem Kelpie ins Wasser gezogen und getötet, oft ebenso zerfleischt und in manchen Geschichten wird das Opfer sogar durch den Kelpie gefressen. Auch in ihrer menschlichen Form haben viele Kelpies oft aber auch einige Anzeichen für ihre wahre Natur, durch die man sie erkennen kann. Meistens entweder Aspekte von Pferden, wie Hufe an den Füßen oder Wasserpflanzen im Haar. Gegenüber all diesen Geschichten von gefährlichen und tödlichen Kelpies, die Wanderern und Reisenden auflauern, sie in den Tod locken oder direkt gewaltsam in den Tod reißen, gibt es kaum Referenzen zu guten oder hilfreichen Wasserpferden. In den Geschichten, in denen sie weniger gefährlich sind, halten sie oft die Wasserräder von Mühlen an oder lassen ihre Flüsse anschwellen und sorgen damit für Überschwemmungen. Was auch zeigt, dass Kelpies eine gewisse Macht über die Gewässer haben, in denen sie wohnen. In diesen Geschichten sind sie oft nicht direkt tödlich, aber eben auch nicht gerade hilfreich. Und so ist es der Hinweis der meisten Geschichten, dass man sich am besten stets von Kelpies fernhält. Sieht man ein beeindruckendes Pferd am Wasser, sollte man sich diesem nicht nähern. Und sieht man gar einen Mann oder eine Frau verführerisch dort sitzen, dann erst recht nicht.
Aber es gibt auch Mittel und Wege, auf die man Kelpies dazu zwingen kann, einem zu dienen. Manche Kelpies erscheinen so mit ihrem eigenen wundervollen Zaumzeug. Und wenn man es schafft, dieses zu stehlen, so kann man es für Magie verwenden oder um den Kelpie zu beherrschen. Auf der anderen Seite kann man einen Kelpie auch dadurch unterwerfen, indem man ihm eigenes Zaumzeug umlegt. In diesen Fällen ist der Kelpie dazu gezwungen, einem zu dienen, bis man ihm sein Zaumzeug zurückgibt und das menschliche Zaumzeug abnimmt. Ein Zustand, der dem Wassergeist natürlich alles andere als gefällt. Dafür aber sind die Kelpies durch ihre gewaltige Stärke mehr als nützliche Diener und können die Arbeit von vielen Pferden, oft von hunderten Pferden auf einmal verrichten. Eine sehr bekannte und weit verbreitete Sage von Schottland, die so geht, ist die des Fürsten Graham von Morphy und seinem Kelpie. Dieser schottische Adlige schaffte es mit einer mutigen Tat, einem Kelpie je nach Version dessen Zaumzeug zu stehlen oder sein eigenes umzulegen und die Fee damit zu unterwerfen. Dieser Fürst lebte im Nordosten von Schottland und Graham zwang nun den Kelpie dazu, ihm dabei zu helfen, eine Burg für sich zu bauen. Mit seiner gewaltigen Kraft und seinen anderen Fähigkeiten konnte der Kelpie die Arbeit dabei praktisch alleine verrichten und Graham bekam seine Burg fast kostenlos. Und erst als diese nach Jahren der Arbeit fertiggestellt war, ließ er das Wasserpferd wieder frei, das sogleich zurück in den See lief, aber dabei auch schwor, dass Graham niemals seinen Gewinn genießen sollte und er verfluchte die Burg. Und dieser Fluch eines Kelpies zeigte auch Wirkung. Von da an sollte nur noch Unglück und Unheil über Graham und seine Familie kommen, bis zu ihrem Ende. In manchen Versionen geht es sogar so weit, bis der letzte der Familie stirbt und die Burg zu einer Ruine wird. Solche und viele weitere lokale und regionale Sagen und Geschichten über Kelpies tauchen in Schottland in dieser Art vor allem ab der frühen Neuzeit auf. Aber sie scheinen ihren Ursprung in der älteren gälischen Tradition zu haben. So finden sich direkte Gegenstücke für die Kelpies auch in Irland mit den Eich Uschkia oder auch in Wales mit den Ceffyl Dor. Diese verfügen über sehr ähnliche Eigenschaften und Verhalten wie die Kelpies. Auch sie sind stets Gestaltwandler, die in Gewässern hausen und oft Menschen heimsuchen, aber zentral die Form von Pferden haben. Und so haben alle diese keltischen Regionen ihre eigenen bösartigen Wasserpferde. Die walisischen Ceffyl Dor zum Beispiel leben meist in Wasserfällen und haben die Kraft, sich in Dampf oder Nebel zu verwandeln. Wenn sie Menschen direkt angreifen, so springen sie aus ihren Wasserfällen und Flüssen hervor, um Reisende niederzutrampeln. Oder sie bringen diese, ganz ähnlich zu den Kelpies dazu, auf ihnen zu reiten. Fällt ein Mensch darauf herein und schwingt sich auf den Rücken eines Ceffyl Dor, so beginnt dieser davon zu fliegen und durch die Luft zu reiten. Sobald man aber weit oben ist, verwandelt sich der Ceffyl Dor wieder in Nebel und lässt den Reiter herunterfallen und in den Tod stürzen. Pferde und Feen in Pferdegestalt Gewässern zuzuschreiben, scheint damit ein durchaus weit verbreitetes und möglicherweise auch altes Motiv der Kelten der Inseln zu sein. Ob das auf eine allgemeine Rolle von Pferden und eine Assoziation von Pferden mit Gewässern zurückgeht, ist aber nicht wirklich klar. Pferde spielten auf jeden Fall eine wichtige Rolle für die Kultur der Kelten und auch in ihrer Religion. Und einige der wichtigsten Göttinnen der Kelten, wie zum Beispiel Epona, waren zentral Pferdegötter. Eine Verbindung zum Wasser gibt es auch mit dem Meeresgott Manannan Mac Lir, der oft entweder mit einem Pferd oder mit einem Streitwagen, der von Pferden gezogen wird, über das Meer reitet. Auf der anderen Seite schrieben die Kelten ja auch ganz allgemein Aspekten der Natur und besonders auch Gewässern und Quellen, häufig Geister und Götter zu. Diese wurden später sehr oft zu Feen umgedeutet und meiner Meinung nach könnte genau das auch der Ursprung der Kelpies sein. Sie könnten eben aus dem alten keltischen Motiv der Fluss- und Quellgötter hervorgegangen sein. Und die eindeutig böse Natur dieser Wasserfeen könnte dann durch die Angst vor und die durchaus reale Gefahr des Ertrinkens entstanden sein. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur keltischen Mythologie. Wenn man könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube bis zum nächsten Mal bei der keltischen Mythologie.